Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier von The Legend of Zelda, The Breath of the Wild. Und wie man schon sehen könnte... Wow. Oh, shit. Nein, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Hacke. Ah, wir haben... falsche Taste hier an. Das ist echt gerade doof. Oh, shit. Witz arm. Okay, die Monster sind da natürlich ganz gut beisammen. Der holt sich eine Runde wie seinen Arm zurück, aber wir hauen natürlich wieder in die Runde fertig hier. So. Aber den Kopf abhauen, dann geht das schon klar. Die Frage ist... Ich glaube, das können wir gut und Rosten ablegen hier. Nein! Den können wir wegwerfen. Ein Wischmob. Ist natürlich für Fernkampf schon eine geile Sache. Verrostetes Schwert. Okay, das können wir vielleicht doch für einen Kampf von Vorteil nutzen, weil das geht schnell kaputt und das brauchen wir auch irgendwie nicht so ernst. So, was ist denn das für ein Viech? Ein Brenabled Vieh. Oh, was ist das überhaupt? Ich will es wirklich mal wissen. Was ist es? Kein Bockling oder so oder nichts? Ach du meine Fresse. Hat aber einen Wumms drauf. Ich glaube, nehmen wir den Wischmob hier. Da ist natürlich besser geeignet. Die Henne. Okay, der braucht also ein bisschen Zeit, bevor er hier wieder eine Runde kommt. Na komm. Ah, ich hab wieder so einen Scheiß drauf. Das Ding essen wir in der Runde jetzt. Ist doch egal, was das ist. Na komm, komm, komm. Komm jetzt. Na ja, komm, 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 Baby. Mach mal hin. Mach hin. Was ist denn das? Moblinghorn. Dieses Horn hat einmalige. Hat einmal ein Moblingkopf geziert. Als Zutat in herkömmlichen Rezepten hat es bisher wenig Preise gewonnen. Als Medizinzutat hat es jedoch sich bewährt. Okay, was ist das? Moblinghauer. Diese spitze Stoßzahn eines besiegten Moblin. Es ist zu hart, um Werkzeug daraus zu schleifen, kann aber zusammen mit Insekten zu wertvollen Medizin verarbeiten. Okay, medizintechnisch eigentlich super. Bockkeule. Naja. Wird zwar stärker. Ich probiere mal ein bisschen aus hier. Wäre natürlich eh gerade eine Runde weggeworfen. Das Ding geht ja eh flöten. Warte mal kurz. Nein. 6. Okay. Wegwerfen wir eine Runde. Was hat das für ein Ding? 16. Okay. Wir holen mal eine Runde hier aus mit der guten Dame. Wir sind mit unseren guten Herren. Irgendwo hießen doch noch mehr Monster von den Damen und Herren. Oha. Er war so niedergemäht. Natürlich auch. Und wir haben... Oh, shit.
Wir haben natürlich die Moblin-Sachen in mir. Also, sie sind nicht ein Bocklin, sondern ein Mobling. Also, die größeren sind geistig minder bemittelt, irgendwie so in der Art. Da hinten ist noch einer. Da ist noch ein Fuchs. Okay, dann halt. Das geht auch so. Okay, die Hälfte. Das heißt, er ist ziemlich doof für Feuer. Das heißt, zwei Feuerdingens und er brennt eine Runde nieder. So, haben wir es also auch gelernt. Feuer ist doof. Also ist eigentlich gut gegen diese Moblinge. Dann eine Runde mitnehmen, das gute Stück. So, Mobling. Was ist denn das hier? Verrostetes Schild. Oh. Wir haben eh genügend Schilder. Macht jetzt nicht so ein Dorn draus, dass wir hier irgendwie mal eines wegwerfen. So. Drei. Machen wir das 10 hier. Was hat hier geglitzert? Ein Holzpfeil. Den wir auch, halt auch verschossen hätten oder auch haben. So, ist ja alles noch gut am Laufen. Ja, es läuft alles wie soll. Oh, schwuppdiwuppi. Ach, da hat noch was geglitzert. Da hat was geglitzert hier. Rostiger Zweihänder. Was? Es ist schwächer als die 16er? Ach, 12. Okay, gut. Oh, wir haben ein Schild. Da liegen ja auch alle Sachen rum. Holzschild. Ach, ist egal. Hat nur ein Zweier. Na gut, hat nur zwei effektive Sorten. Ich glaube. Ach, das gibt gleich wild. Also. Ach, ich dachte schon, wie denn irgendwie ein Monster so käme hier in die Nähe. Boah, das wäre aber hier schon eine Hausnummer gewesen, wenn plötzlich ein Monster vorbeigeschaut hätte. Hätte ich vielleicht gerade Muffinsausen bekommen. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Ausdauerlinge. Ah, nee, nochmals. Hey. Nochmal ein Ausdauerling, ist auch gut. Was ist denn da hinten da? Sieht nach einem Reisenden aus. Wer könnte das sein? Das Ende ist nah. Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das schlägt die anderen um Längen. Wo kommst denn du her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Naja, ich bin im Grunde ja auch egal. Endlich ist mir jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde auch gesehen, die auf dem Boden gekommen sind? Und ich spreche nicht von den Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Anscheinend sind die ganzen Lande aufgetaucht. Ja, das haben wir. Aber das ist ja auch nicht alles. Die verlassenen Schreine zu leuchten. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine weitere Sache im Auge. So rum. Damit ich nicht entgehen, wenn sich da was tut. Ja, welche denn? Na, die Wächter natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten von Hyrule, oder? Das Ding dort drüben, das aussieht wie eine umgedrehte Kuh. Haben wir uns auch schon darüber aufgeregt. Er hat mich entdeckt, dass ich noch bewegen konnte. Und schon stecke ich bis zum Hals in der Klemme. Nein, ein anderer. Das war hier ausgesehen in Richtung Schloss, aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckt hatte, hat er mir ein rotes Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt überlebt habe oder bis in den Wald reingekommen bin und mich verstecken konnte. Wie? Meine Reflexe? Nein. Ich merke, ich mache mir da keine Illusionen. Das war reines Glück. In der Gegend im Schloss Hyrule gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Das wissen wir ja eigentlich wegen den Wächter. Das haben wir alles schon geklärt und alles schon gemacht. So.
Ich frage mich, ob wir schwimmen können. Okay, und was bringt uns das jetzt? Rüstungskarpfen unten. Okay, können wir das hier öffnen? Nee, du versiebst es nicht, oder? Boah, ey. So ein Zentimeter noch, aber nein, nein, nein. Du. Aha. Frage ist wie. Wir haben das Ding schon mal irgendwie an Land getrieben, also im Dungeon irgendwie. Wow. Kommt das Ding näher oder was ist denn das los? Das kommt irgendwie... Ja, aber ganz wenig. Also ganz langsam. Dann warte mal hier eine Runde. Also ich weiß nicht, wie das besser geht, aber... Dann trifft er langsam zu mir rüber. Wir können... Ja, stimmt natürlich, ne? Bernstein. Hätten wir eigentlich... Hätten wir machen können, ne? Und danach hier oben und dann das Ding öffnen. Ich deppert, aber ich hab die da voll verpeilt. Wir hätten das so machen können. Aber der Herr der Doofheit macht's wieder anders. Das ist ja unser Gefährte, bzw. unser Freund des Kommen und Gehens. Wow, war ein bisschen schnell gesagt. Und ich will auch nicht alles immer töten. Aber da drüben sind die Herren, die getötet werden können. Frage ist halt, wie es am besten anstellen mit den Herren. Der sieht mich nicht. Hat er mich nicht gesehen? Aber riech mich irgendwie.
Kann das mal weggehen daher oder wie ist denn das? Ich bin doof. Ich wollte das Ding mal werfen, aber ich hab's selbst abgeschossen. Boah, ich bin doch so ein Dovian. Das kann nur mir passieren. Nur mir. Na gut, ich bin auch ein bisschen doof, meine Freunde. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Und ja, bis dann.